Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Echo. So, wir befinden uns hier in meinem schicken Keller und sind am Ausbauen. Der Kellerausbau findet statt für unsere schöne Schlacke, die irgendwo hin muss. Ja. So, ja, womit mache ich weiter? Schaufel oder? Sag mal, da ist schon wieder. Habe ich jetzt mein Lager angegraben? Mein geheimes unterirdisches Steinlager. Da muss ich gerade mal schauen gleich. So, wie mache ich das denn jetzt? Nicht erwischt. Komme ich da ran? Der muss näher ran. Ja, ein bisschen weiter rein muss ich. Noch mit meinem Dreckskarren. So. So, mal schauen. Ja, jetzt komme ich da besser ran. So, ich hoffe, ich bin im Bilde. Ich sitze gerade im Schneidersitz da. Das mache ich sehr selten. Habe ich früher mal gemacht. Ist sehr angenehm, sehr bequem, finde ich. Bin ein Schneidersitzkind. Gibt so Kinder anscheinend, die schon im Kindergarten immer im Schneidersitz da sitzen. Ist irgendwie angeboren, dass die halt sich da so wohlfühlen. Und vielleicht bin ich auch so ein Schneidersitzkind. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sitze ich gerne im Schneidersitz. Und ja, mache ich viel zu selten. Meistens in der Aufnahme sitze ich schön gerade. Füße auf dem Boden, beziehungsweise auf dem Subwoofer, der hier unterm Tisch steht. Aber ich muss vielleicht auch öfters mal im Schneidersitz da sitzen. So, ich habe ja versprochen, ich habe ein Thema, das ich gern anschneiden möchte während der Buddelei. Und dieses Thema ist E-Mobilität. E-Mobilität. Also nicht E-Mobilität. Im-Mobilität oder E-Mobilität, wie man es auch nennen mag, sondern E-Mobilität. Also Elektrofahrzeuge, die waren bisher für mich nicht wirklich ein Thema. Also ich habe natürlich gewusst, es gibt sowas jetzt und es wird langsam kommen. Und irgendwo müssen wir auch mal langsam weg vom Benzin, von den stinkenden Dieseln, die Skandale hervorrufen, wo Leute ihre Arbeit verlieren, die dann selber schuld dran sind, aber naja. Gäb's keine Diesel, hätten sie ihre Arbeit nicht verloren. Schön. Hier wird die Auswahl von der aufgehenden Sonne angestrahlt. Sieht gut aus. Ja, das war mir quasi soweit schon bewusst. Ich habe auch schon das in der Zeitung gelesen, in Reportagen gesehen und sowas. Grip und sowas, also so Auto-Formate. Aber habe mich da nie wirklich damit befasst und habe nur so mitgekriegt, ja, die machen keinen Lärm, die haben keinen coolen Auspuff, der knallt und brubbelt und brabbelt. Die suchen einfach vor sich hin. So, mehr war das nicht. Ich habe hier selber auch ferngesteuerte Autos. Schon immer, mochte ich schon immer, hat mein Sohn jetzt auch eins, so einen kleinen Blitzer. Ist eigentlich ganz interessant, habe ich aber so noch nie in Verbindung gebracht. So, dann, ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Ich habe keine Ahnung, ich muss gerade mal überlegen. Gefährlich. Wie kam ich denn drauf? Es gibt ja eine amerikanische Marke, die, ich sag mal, fast schon die Pioniere der E-Mobilität sind, und zwar Tesla. Tesla war ja eigentlich der Nikolai Tesla, der, was hat denn der erfunden? Ein Physiker? Ich weiß nicht, ob der die Tesla-Spule erfunden hat oder irgendwie irgendwas mit Strom auf jeden Fall. Wo hab ich das jetzt hingetan? Hier rein. Woodcard. Was ist das? Kupfer. Achso, das ist das Kupfer, das da reingehört. Ja, genau. Kann ich eigentlich nicht dieses... Naja, egal.
Ja, Nikola Tesla hat ja ursprünglich damals vor vielen Jahren irgendwas erfunden, irgendwie was mit Tesla, mit Strom, keine Ahnung. Und es gab auch ein Schweizer, nein, ein tschechisches Unternehmen, das Tesla hieß. Das war aber eine Elektronikfirma, glaube ich. Und da war irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die auf den Namen gekommen sind, aber die haben lang unter dem Namen Tesla irgendwas mit Elektronikartikeln verkauft oder so. Dann kam die Firma Tesla aus Amerika und hat die weggeklagt, die Tschechen. Ich habe keine Ahnung, irgendwie haben sie sich auf jeden Fall die Rechte an dem Namen Tesla gesichert. Ob sie sie weggekauft haben oder ob die das fälschlicherweise Tesla genannt haben, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt in Amerika the one and only Tesla, der Autohersteller Tesla. Und ja, die haben halt echt angefangen und hatten einen Traum, und der war einfach Elektromobilität für jedermann. So, da man aber nicht einfach ums Eck kommen kann und sagen kann, hier, habt ihr ein E-Auto, muss da irgendwie das Ganze einfach noch ein bisschen... Passt das da nicht rein? Warum habe ich das hier? Hä? Schon voll? Ja, tatsächlich. Was? Inventory is too heavy. Okay, also gut, schon voll. Der Wagen. Huch, das ist Kupfer. Das kommt doch hier rein. Kupfererz. Warum habe ich jetzt... Ja, das ist Kupfererz, okay. Und ich habe jetzt Erde. Wo habe ich jetzt Erde her? Erde passt nicht mehr rein. Da ist auch Kupfererz jetzt wieder drin. Kupfererz kommt doch hier rein. Und die Erde kommt hier rein. Und was ist das? Eisenerz. Eisenerz kommt hier rein. Ja, komme ich hier ran ans Dinglager? Nö, komme ich nicht. Aber jetzt müsste ja auch wieder 1500, jetzt müsste auch wieder Erde reinpassen. Wenn ich dann hier weiterkomme. Ja, genau. So, auf jeden Fall wollte Tesla einfach ein Auto bauen für jedermann, quasi Elektroauto, das sich so ziemlich jeder leisten und jeder fahren kann. So, um die Kunden zu locken, musste man aber natürlich was Neues bringen als irgendein damals auch schon so geplanten VW Käfer. Der hätte ja auch das Auto fürs Volk werden sollen, deswegen Volkswagen. Ist dann aber, ja, er hat sich schon recht großer Bekanntschaft Ding erfreut, aber es ist nie so wirklich, dass der Wagen fürs Volk geworden. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall dachte damit Tesla, sie fetzen mal den Tesla S, Modell S raus, und ja, das ist ein ziemlich cooles Gerät. Also ist so eine Mischung aus BMW, Audi und Mercedes, ein Luxus, na, Luxus kann man nicht sagen, ein Oberklassewagen, so nennt man es. So, jetzt ist voll. Und dieser Oberklassewagen ist Oberklasse, definitiv. Also der sieht übel geil aus, hat brutalste Technik drin, alles über ein riesiges Display gesteuert. Wirklich alles. Schiebedach geht auf, indem man mit dem Finger auf das Display fasst. Und da ist ein Auto komplett wie eine Fotografie, beziehungsweise das Auto abgebildet, das eigene, der Tesla S. Und man geht aufs Schiebedach und schiebt es quasi per Touchscreen nach unten, nach hinten, und dann in dem Moment geht oben das Schiebedach auf. Das ist ziemlich verrückt. Auf jeden Fall war es so, dieses Auto, dieser Tesla ist vor mir hergefahren. Auf dem Heimweg dachte ich so, boah, was ist denn das für ein cooles Auto da vor mir? Hat coole Rückleuchten, kenne ich so gar nicht. Dann habe ich das Tesla, was ist das hier, geht weg. Dann habe ich, warum blinkt das da unten immer? Ach so, weil dieses Carrying-Ding angeht, okay. Dann habe ich das Tesla-Logo gesehen, dann war mir klar, okay, das ist ein Tesla. Der ist ziemlich cool. So, dann habe ich einfach mal Fenster runter gemacht und die Musik aus, was ich normalerweise immer nur bei Sportwagen mache.
einfach nur um den fetten Sound zu hören. Aber da war ja kein Sound. Deswegen, das ist auch so ein Phänomen, da habe ich dann die Fenster aufgemacht, und um den Nicht-Sound zu hören, ob der wirklich so leise ist. Und ja, der ist wirklich so leise. Und dann ist er in einer unfassbaren Affenzahngeschwindigkeit vor mir, vor der Ampel, weggefahren. Also Ampel schaltet auf grün um und dieses Ding einfach nur und weg war's. Und ja, da war es irgendwie um mich geschehen, da war ich komplett geflasht von. Mein Aufzug ist voll, sehe ich gerade. Oh Mann, da können wir ganz schön viel Erde verteilen. Ja, ich war brutalst geflasht. Huch. Davon, wie schnell der Tesla weggezogen ist. Ich meine, es ist klar, es ist kein Verbrennungsmotor, sondern ein Elektromotor, der zieht ab 0 Umdrehungen. Ein Verbrennungsmotor, der fängt an mit 0 PS, und selbst wenn es jetzt ein 100 PS Motor ist, der fängt an mit 0 PS bei 0 Umdrehungen. So. Dann, wenn Standarddrehzahl, also so Leerlaufdrehzahl, so von 1000 Umdrehungen oder so, 500 bis 1000 Umdrehungen, dann kann man die Leistung, die normalerweise im Fahrzeugschein auch angegeben ist, oder in der Bedienungsanleitung, ich weiß nicht genau wo, steht immer dabei bei ca. 5500 Umdrehungen. Da hat man dann seine 100 PS. So, und alles darunter ist einfach, da ist der Motor quasi, bei diesen 5000 Umdrehungen ist der Motor wie, also man gibt Vollgas, der Motor dreht sich mit seiner Geschwindigkeit, die er so erreicht, wenn Vollgas gegeben wird, und dann schwierig zu erklären. So ein Motor, der läuft ja, der wird ja nicht geschoben, sage ich mal. Der läuft ja, weil er kriegt was. Das ist wie ein Feuer. Ein Feuer muss man ja nicht anschieben. Ein Feuer, dem gibt man ein Holz, und dann springt das Feuer aufs Holz über. Und wenn das ganze Holz brennt, man muss nicht mehr sich anstrengen. Also man schiebt das Holz rein, das fängt an zu brennen, und das nähert sich dann vom Holz. Und genauso funktioniert ein Motor mit dem Luft-Benzin-Gemisch. Er hat quasi die offene Drosselklappe, und dann kriegt er Benzin und Luft und nähert sich so lange, wie er kriegt. Also wenn man Vollgas gibt, dann sind alle Löcher offen, und dann dreht er einfach hoch. Er wird nicht hochgeschoben, sondern er dreht einfach hoch, weil er es kann, weil er es nimmt. Ach so, ich habe die Schaufel. Mit der Schaufel kommt man übrigens immer noch nicht durch die Tür. Ich muss sowieso gar nicht hier raus, sondern da drüben. So, also der Motor schaukelt sich quasi hoch. Huch. Einfach nur, weil er es angeboten kriegt. Achso, ich habe das ja... Oh nein, was habe ich denn hier alles rumliegen? Boards und so ein Zeug. Das sollte ich vielleicht mal wegräumen. Achso, kann ich nur so carryen. Gut, dann... wo habe ich das jetzt wieder hin? Ach komm. Hier rein. Nein, was? Hilfe. Ah, geht nicht. Ach so. Warte mal, dann. Habe ich nicht hier... Ach komm, du musst eben halt hier schnell. Hier schnell rein. Na, jetzt geh doch da rein, komm. So. Also gut, dann muss ich da draußen erst kurz leer machen. Was ist das denn? Kohle. Und Eisenerz. Das gehört ja wohl unten rein. Eisenerz, okay. Eisenherz. Aufzug. Achso, ja gut, dann machen wir es anders. Dann schiebe ich das Zeug runter und das andere Zeug einfach oben rein. Dann kann ich nachher unten sortieren. So, also auf jeden Fall, der Motor ernährt sich quasi, sobald man ihm zur Verfügung stellt, was er haben will. Und schaukelt sich dann so lang hoch, bis er seine maximale Drehzahl erreicht hat. Bis er quasi von dem, womit er gefüttert wird, nicht noch mehr kriegt, sondern immer die gleiche Menge. Und da bleibt er dann mit der Drehzahl stehen. Und erst dann, wenn er diese Drehzahl hat, wo er die ganze Zeit weiter gefüttert wird, nur dann hat er seine volle Leistung, seine 100 PS. Und alles, was darunter liegt, also die ganzen Drehzahlen darunter, zwischen 5500, ist einfach nicht die volle Leistung. So, ein Elektromotor hat aber sofort die volle Leistung. Man drückt aufs Gas,
und man stellt ihm sofort die komplette Batterie zur Verfügung. Also die komplette Stromstärke. Die nimmt er sich auf einen Schlag, denn Strom ist sehr schnell. Wenn man überlegt, Benzin muss fließen, Luft muss strömen, Strom, naja, ihr wisst, Schalter an, Licht brennt. Also Strom ist sehr schnell. Was, wie sieht denn das aus hier, sag mal? So klumpig. Was ist das denn? Naja. Oh, schön, meine Dinger da wachsen schön. Ich muss dann auch irgendwann mal dieses Ding da versetzen. Was heißt hier use? Was kann ich da usen? Nix kann ich usen. Wo ist mein Wägelchen? Also, wie gesagt, man hat quasi gleich von vornherein 100% Leistung. Das Ding, das zieht, man kennt es ja vom, jeder ist bestimmt schon mal, oder so fast jeder, bestimmt schon mal einen, so ein RC-Auto, also ein ferngesteuertes Auto. Man gibt Gas, und das Ding heizt sofort los und hat eigentlich sofort die Endgeschwindigkeit, beziehungsweise den Ton, den Endton. Man hört ja dieses Surren. Und es fängt ja nicht an, sondern man drückt drauf, also wenn man langsam drauf drückt, langsam Gas gibt, wie auch immer, es gibt ja verschiedene Fernsteuerungen, Fernbedienungen, dann gibt er natürlich langsam Gas. Wenn ich aber gleich voll zack, dann gibt das Auto eigentlich vom Ton her sofort Gas, beziehungsweise ist es minimal kurz langsamer und hat dann aber sofort seine sein Endgeräusch, sage ich mal, erreicht. Und dann ist einfach die volle Beschleunigung sofort da. Und das ist halt bei den Elektroautos, ist das halt eben der Fall. Und es gibt ja jetzt mittlerweile viele, es gibt ja von VW den Up und ich glaube den Polo auch schon, den E-Polo. Was? Wie? Da geht nur so wenig rein? Achso, ich bin ein paar Mal gefahren, stimmt. Tatsächlich. Okay. Wie schnell das geht. Hier laufen ist sehr schnell mit dem Wagen. Wunderbar. Ja, Polo, dann gibt's einen Nissan Leaf, dann einen Peugeot. Boah, schlag mich tot. Ich weiß die ganzen Namen gar nicht gerade auswendig. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt schon einige. Das sind alles meistens so kleine Dinger. Zum Beispiel der, ich glaube der Renault ist Twizy. Twizy, so ein komisches Stadtflitzerchen mit 16 PS oder so. Dann gibt es auch noch den E-Smart. Und einen Opel. Den Opel, wie heißt der denn? Opel. Na. Ich komme noch drauf. Von Audi, den Audi e-tron. Audi A3 e-tron. Mercedes hat auch Hybride und auch schon eine reine, ich glaube eine B-Klasse ist es. Wie viel PS? Ich glaube 70 oder 80 PS. Obwohl bei der B-Klasse weiß ich nicht genau. Ja, so gibt es auf jeden Fall dann diese kleineren Dinger. 70 PS elektrisch sind schon ganz schön heftig, also da zieht schon los wie vom Gummiband. Aber Tesla hat da noch einen draufgesetzt und hat einen eigenen Akku auch entwickelt. Und ja, der schafft teilweise ordentliche Kapazitäten. Das Flaggschiff von Tesla ist zum Beispiel, zu meinem jetzigen Kenntnisstand, der Tesla P100D. D steht für Dual. Er hat quasi zwei Motoren. Huch. Da geht gar nichts. Ein vorn, ein hinten. Sprich Allradantrieb. Und ja. Zwei Motoren und das P steht für Performance. Das heißt, der Tesla hat über 700 PS. Was ja eine ordentliche Hausnummer ist. Und braucht von 0 auf 100 irgendwie 4,2 Sekunden. Nein, Moment, 2,4 Sekunden. So war's. Ja, also Porsche-Werte. Definitiv besser als Porsche. Porsche hat auch ein E-Auto. Den Porsche Cayman.
Den gibt es auch mit E-Unterstützung, nicht komplett elektrisch, aber mit E-Unterstützung. So, das Interessante ist natürlich auch beim Tesla eine Reichweite von fast 500 Kilometern, beziehungsweise über 500 wird angegeben, aber natürlich ist es immer ein bisschen weniger. Es kommt immer auf die Fahrweise drauf an. Was aber mir als altem Heizer sehr gut gefällt, es ist ja, beim Benziner ist es so, Stadtverkehr, tödlich, anfahren, bremsen, anfahren, bremsen, anfahren, bremsen. Autobahn hingegen, da geht der Verbrauch dann runter. So, beim E-Auto ist es genau andersrum. Stadtverkehr, wunderbar, kein Problem, denn anfahren, bremsen, anfahren, bremsen. Wer, wie gesagt, schon mal RC-Auto gefahren ist, ferngesteuertes Auto, der weiß es, das macht überhaupt nichts. Kann man den ganzen Tag machen. Anfahren, bremsen, anfahren, bremsen. So, dann verbraucht das E-Auto quasi sehr wenig. Wenn man dann aber Autobahn fährt, was ist das hier für ein einzelnes Gras? Wenn man dann aber Autobahn fährt, hat man ja irgendwo den Luftwiderstand, der immer schlimmer wird. Also höhere Geschwindigkeit, mehr Luftwiderstand und somit braucht das Auto sehr viel mehr Strom, um die Geschwindigkeit zu halten. Also, hoch, Autobahn schlecht, Start gut. Beziehungsweise Autobahn wird halt einfach viel mehr Sprit verbraucht. Wenn man jetzt aber tatsächlich einen kurzen Arbeitsweg hat von, ich weiß nicht, 10 Kilometern oder so und fährt nur durch Ortschaften und nicht über die Autobahn oder nur begrenzt über die Bundesstraße, oder man hält sich einfach zurück und fährt halt 100 anstatt 180, dann hält einem der Akku ganz schön lang. Und die Ladeinfrastruktur ist ja mittlerweile auch schon ziemlich gut ausgebaut. Tesla hat zum Beispiel Supercharger. Huch. Das sind Ladestationen von Tesla für Tesla. Wer einen Tesla kauft, neu, kann diese Option der Ladestation gratis für 2800, glaube ich, dazu buchen. Und dann, also einmal bezahlen, 2800 Euro mit auf die Rechnung von dem Neuwagen. Und dann ist an jeder Supercharger-Station in ganz Deutschland und auch, ich glaube, europaweit sind die Dinger aufgebaut. Es sind noch nicht so viele, ich glaube, es sind einige hundert, aber das ist schon ein recht flächendeckendes Netz. Darf man hinfahren und einstecken und danach wieder wegfahren, ohne irgendwas zu bezahlen. Das Auto wird registriert, quasi beim Kaufen schon alles fertig. Wird, glaube ich, alles schon fertig gemacht. Ich habe keinen Tesla, ich weiß es nicht. Aber ich hätte so gerne einen Tesla. Auf jeden Fall wird... Warum ist hier... Ach so, den habe ich noch übrig gehabt. Jetzt habe ich hier oben zwei Wägen. Ach so, weil wir den gefunden haben. Stimmt, den haben wir ja gefunden. Ja, deswegen ist der hier. Gut, den lasse ich dann mal hier stehen. Ja, also auf jeden Fall ist es da so, dass... man dann quasi einfach hinfährt, lädt und wieder wegfährt. Man muss nichts bezahlen. Und selbst wenn man bezahlen müsste, das ist das Nächste, so ein E-Auto kostet ungefähr, ja, pro Füllung so 2,50 Euro. Je nachdem, ja, wie viel halt reingeht, was die Kapazität der Batterie ist. Aber im Normalfall bei einer Batteriekapazität, die einen so 300 bis 400 Kilometer weit bringt mit einer Füllung, sind so ungefähr 2,50 Euro vom Strompreis her. Das ist schon verdammt wenig. Ja, das ist euch wahrscheinlich allen bewusst. Ja, kennen wir schon. Ja, du erzählst uns hier gerade irgendwie Sachen, die kennen wir alle schon. Aber was man sich vor Augen führen muss, was ich sehr wichtig finde, ist zum Beispiel die Tatsache. Ich spreche jetzt mal die Autofahrer unter uns an. Also die den Führerschein haben und auch ab und zu Auto fahren. Stau. Ihr fahrt irgendwo, es gibt einen Stau, ihr steht im Stau. So. Was ist eure größte Sorge? Im Stau stehen. Klar. Wahrscheinlich... Also, wie viel ist denn schon... Oh ja, es ist schon soweit. Wir machen gleich weiter. Also, beziehungsweise nicht gleich, morgen. Ich mache noch hier ganz kurz dieses Stück Wand weg. Ja, da geht's schon wieder los mit der Folgenlänge, ne? Also wenn ich hier am Erzählen bin.
So, schlimmstes Szenario, ihr steht im Stau. Was ist eure schlimmste Sorge? Natürlich, ich komme zu spät. So, jetzt ist es von mir aus kein dringender Termin, sondern einfach nur nach Hause Weg. Ihr wollt schön nach Hause fahren, steht im Stau. Das ist natürlich nervig. Aber dann sind bei mir solche Sorgen wie, jetzt seid ihr losgefahren mit, keine Ahnung, weniger als einem Vierteltank. Also der Sprit ist fast leer. Ihr habt eine Tankstelle vor der Nase, keine Ahnung, zu Hause irgendwo in der Nähe. Und ihr wisst, gut, da muss ich nachher auf jeden Fall noch tanken. Jetzt fahre ich erstmal heim, bis dahin wird es noch reichen. So, dann steht ihr im Stau. Motor läuft natürlich die ganze Zeit, denn man macht den Motor ja eigentlich im Stau normalerweise nur dann aus, wenn der Stau wirklich extrem gravierend ist. Aber wenn es so stockender Verkehr ist und geht immer so ein Stück weiter, dann macht keiner den Motor aus. So, und dann Motor läuft und du denkst dir so, Sprit wird jedes Mal weniger. Also immer die ganze Zeit läuft der Motor und der Sprit wird immer weniger, Schluck für Schluck. Ja, ist so eine Sorge. So, dann hatte ich bisher immer nur ziemlich alte Autos, nicht schrottig, aber etwas älter. Und einmal, bei einem sehr alten Auto, bei meinem ersten Auto, hatte ich das Problem, dass das Kühlwasser im Sommer, ich stand im Sommer, bei, keine Ahnung, 35 Grad im Schatten, stand ich im Stau mit meinem Auto und die Karre ist immer heißer geworden, weil einfach die Motorkühlung, da kein Fahrtwind da war, nicht da war. Also der Ventilator lief ständig, die Karre ist immer heißer geworden und ich hatte wirklich Probleme, dass ich die Temperatur wieder runterkriege. Und musste, es hat dann angefangen nach sehr komischen Sachen zu riechen, also nach Kunststoffen oder Plastiken, keine Ahnung. Sachen, die einfach im Motorraum warm geworden sind, die sonst nicht so warm werden und dann gerochen haben. Und da hatte ich schon ein bisschen Panik und gedacht so, oha, nicht, dass mir jetzt hier gleich die Karre abfackelt, beziehungsweise der Kühler platzt oder sonst irgendein Mist. Und habe dann angefangen, die Heizung aufzudrehen und auf die Scheibe zu richten. Einfach nur, dass die warme Luft irgendwo, ja, mal wegkommt vom Motor. Hat dann auch soweit funktioniert, also mir ist nie die Karre abgeraucht oder so. Aber trotzdem, furchtbares Szenario. So, das nächste. Ja, gut, das Anfahren selber. Ja, das lässt sich mit Automatik natürlich umgehen. Schaltwagen. Stau geht weiter, Kupplung, Bremse, Kupplung, Bremse, Kupplung, Gas, Bremse, Kupplung, Gas, Bremse ist natürlich furchtbar für die Kupplung. Habe ich auch schon mal hingekriegt, meine Kupplung da so warm zu fahren, dass es so gestunken hat. Weil einfach immer dieses, es war dann auch noch am Berg. Und ja, es ging immer so einen Meter nach vorn. Die ganze Kolonne ist einen Meter nach vorn gefahren, also wieder Kupplung, dann wieder Bremsen. Dann wieder Kupplung, dann wieder Bremsen. So, und irgendwann hat es richtig doll nach Kupplung gestunken. Dann habe ich gemerkt, aha, das war einfach zu oft angefahren jetzt. Das waren sehr viele Anfahrungen innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben Stunde. Bestimmt 50 Mal angefahren. Das verkürzt das Autoleben natürlich ungemein. Kann man sich ja denken. Die ganzen Teile, Kupplung, Getriebe und so weiter. Ja. Fällt mit einem Automatik weg, klar. Da gehst du von der Bremse runter und der Karren rollt nach vorn. Das ist schon mal nicht schlecht. So, was ist das nächste? Ja, ich glaube Sprit, dann Temperatur. Ja, ich glaube, dann haben wir zumindest schon mal die ersten paar Sachen. So, fällt beim Elektroauto alles weg. Alle drei Dinge. Schaltung gibt es beim Elektroauto nicht, denn der Elektromotor zieht einfach los und fertig. Der fährt einfach in einem Gang, der hat keine Gänge, der ja, beschleunigt bis auf seine Drehzahl, die er hinkriegt und dann war's das. Also jedes Elektroauto ist schon mal Automatik. Beziehungsweise ist, ja, ist eine Automatik hat auch eine Schaltung, also auch Gänge, die durchgeschaltet werden. Sie werden halt automatisch durchgeschalten, aber es ist eine mechanische Belastung da und eine mechanische, ein Getriebe, was halt durchschält. Und das fällt weg. Es gibt keinen Getriebeschaden bei einem Automatikfahrzeug, bei einem Elektrofahrzeug. Kann niemals ein Getriebeschaden passieren. Man braucht niemals Angst ums Getriebe haben. So. Ich muss Folgenpause machen. Ich fahre noch kurz darüber und dann machen wir eine Folgenpause. Also es gibt keinen Getriebeschaden. So, die Temperatur, die Erwärmung des Fahrzeugs findet nicht statt. Es gibt keine Temperaturschäden. Denn die Karre läuft ja nicht, während ihr im Stau steht.
Es ist ja, wie wenn du ein ferngesteuertes Auto hast und nicht Gas gibst. Es fährt nicht, es läuft nicht, es macht nichts. Erst wenn du Gas gibst, dann fährt's los. So, passiert also temperaturmäßig gar nichts. Dann das nächste, ja, Sprit. Es gibt keinen Sprit, der während im Stau stehen verschwunden geht. Außer wenn ihr das Radio voll anhabt und die Musik, dann geht natürlich der Strom weg. Aber wenn man jetzt im Stau steht und merkt, man hat nur noch wenig Akku, dann ja, macht mal das Radio aus. Kein Problem. Ja, und es sind noch so ein paar Sachen, aber darauf gehe ich dann morgen ein. So, das hier packe ich mal eben schnell. Was ist denn das hier? Kohle? Da haben wir doch Kohlelager. Und hier haben wir noch einen Klumpen Eisenerz. Haben wir denn nichts halb leeres hier? Was? Ach, packen wir es halt zum Steinlager hin, diesen einen Klumpen. Hier alles voll, alles 20, 20, 20, ja, alles tatsächlich 20. Ja, naja gut. Woodcart Storage, Aufzug, Lager, genau, da können wir das hier mal kurz leer machen. Wenn ich hier noch am Quatschen bin. Also auf jeden Fall waren das so ein paar schlagende Argumente für ein Elektro... Ich will euch hier keine Elektrofahrzeuge verkaufen, mir geht es einfach nur darum, das ist mir halt aufgefallen. Das habe ich mir so Gedanken gemacht. Also ich bin gerade extrem geflasht von Elektrofahrzeugen. Ich will auf jeden Fall, mein nächstes Auto wird auf jeden Fall ein Elektrofahrzeug. Komme, was da wolle. Aber ich habe jetzt erst ja, recht Neues gekauft. Beziehungsweise recht neu, 10 Jahre alt. Aber trotzdem, für mich neu. Der alte war 17 Jahre alt. Naja, egal. Gut, wir machen jetzt hier mal eine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play. Hier bei Echo. Bis dahin, meine Freunde, macht's mir gut. Und vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und denkt mal drüber nach, über die Elektrogeschichte. Ist ganz schön interessant. Gibt's auch viel Videomaterial auf YouTube und so weiter. Ja, gibt's auch einen Kanal, den kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Elektrifiziert heißt der. Nein, Quatsch. Elektrisiert. So. Geht's auch um Tesla ein bisschen. Guck ich mir ab und zu an. Könnt ihr ja mal reinschauen. Aber mir treu bleiben, ja? Ja, dann würde ich sagen... Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.